Ja, guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zur zweiten Roundtable-Runde am heutigen Tag. Mein Name ist Thomas Holzamer, ich bin Redakteur bei Finance und gemeinsam wollen wir uns jetzt mit dem Thema Garantien bei nachhaltigen Finanzierungen beschäftigen. Bevor wir starten, hätte ich noch zwei kleine Hinweise an Sie. Natürlich soll unser Roundtable nicht stattfinden, ohne dass Sie auch ein bisschen sich aktiv beteiligen können. Und zwar mit zwei Sachen. Einmal haben wir im Verlauf des Vortrags beziehungsweise im Verlauf unseres Roundtables ein, zwei Fragen an Sie, wo wir mal wissen möchten, inwieweit das Thema bei Ihnen im Unternehmen schon gespielt wird. Und natürlich dürfen auch Sie jederzeit Fragen stellen. Ich darf Sie bitten, die Fragen in unseren Chat zu posten, damit ich sie dann weitergeben kann. Das Handheben-Symbol funktioniert zwar, allerdings wäre es lieb, wenn Sie die Fragen in den Chat schreiben. Gerne auch schon während dem Vortrag. Ich würde die dann beim anschließenden Q&A aufgreifen. So. Jetzt aber erstmal zum spannenden Teil, Garantie für nachhaltige Finanzierung. Dazu darf ich Ihnen kurz meine beiden Mitstreiter heute vorstellen, meine beiden Gäste. Unsere Gastgeberin heute ist Kerstin Schwan. Sie ist Produktspezialistin für nachhaltige Finanzierungslösungen bei der Deutschen Bank. Und ebenfalls begrüßen darf ich Alvaro Gil Aguado. Er ist seines Zeichens Senior Loan Officer bei der European Investment Bank, kurz EIB. Ja, der eine oder andere von Ihnen wird die EIB wahrscheinlich noch nicht kennen oder hat mal davon gehört, hat aber noch kein genaues Bild, was die Bank so macht, wie Sie in Kontakt kommen können. Vielleicht ein kurzes Intro von mir. Die EIB will die nachhaltige Transformation im Mittelstand unterstützen mit dem Garantiemodell, von dem Sie gleich erfahren, und stellt dafür in Kooperation mit der Hausbank Darlehensgarantien in einer gewissen Summe. Ich werde sie noch nicht verraten, da will ich Herrn Gil Aguado nicht vorgreifen, zur Verfügung. Welche Vorteile diese Garantien für Unternehmen bieten, welche Projekte sich für das Programm qualifizieren und vor allem, wie Sie und Ihr Unternehmen an so eine Bürgschaft rankommen, das wird er uns jetzt gleich verraten. Ganz kurz davor möchten wir natürlich noch mal wissen, wer von Ihnen kennt denn die EIB und Ihre Finanzierungslösung schon? Dafür haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, an der Sie gleich teilnehmen können. Die würden wir jetzt live schalten. Und während die Umfrage läuft, Herr Aguado, was tippen Sie? Sind Sie schon sehr bekannt im Markt oder noch nicht so? Naja, ich glaube schon, wir sind ein bisschen bekannt, aber es hat immer zu tun, mit welchen Zielkunden wir arbeiten, weil wir arbeiten direkt mit fast allen Banken und den ganz großen Corporates. Aber wegen unserer Größe und weil wir eigentlich in Luxemburg basiert sind, dann normalerweise für Mittelstandskunden. Wir arbeiten mit finanziellen Partnern, zum Beispiel wie mit Deutsche Bank hier. Und also vielleicht werden wir nicht von allen schon bekannt, aber es freut mich. So, es freut mich hier alle kennenzulernen. Und falls Sie Fragen haben, bitte über was wir machen, dann können Sie später fragen oder mich dann später auch kontaktieren. Wunderbar, dann schauen wir mal ins Ergebnis unserer Umfrage rein. Ja, es ist ein gemischtes Bild, aber tatsächlich, der Großteil unserer Zuschauer kennt Sie noch nicht näher. Insofern passt das jetzt wunderbar zu unserem Vortrag. Dafür würde ich jetzt mal an Sie übergeben, Herr Aguado, dass Sie uns ein bisschen erzählen, was die EIB ist, macht und wie wir an die Garantien rankommen. Okay, danke sehr. Ich möchte mich zuerst an allen danken für Ihre Zeit und Interesse.
Um mich kurz vorzustellen, ich heiße Alvaro Gil, ich bin Banker bei der AIB in Luxemburg basiert. Die AIB, wir sind die Bank der EU. Wir gehören der EU-Staaten und wir arbeiten meistens in der EU, aber auch etwas außerhalb der EU. In den letzten 5, 6, 7 Jahren haben wir uns, wie auch andere finanzielle Unternehmen und generell Unternehmen, wir haben uns sehr viel an Grünes fokussiert. Und zurzeit wollen wir die grüne Bank der EU werden. Also wie Sie gleich sehen werden, dann ist unser Fokus sehr, sehr stark an Grünes und an ESG. Letztes Jahr haben wir in Deutschland insgesamt fast 9 Milliarden Kredite vergeben. Und von diesen 9 Milliarden waren 1,5 für nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen. Also so sagen wir so 20% oder so ist in der Nähe. Überall in der ganzen Welt haben wir letztes Jahr an die 90 Milliarden neuen Geschäft gemacht. Aber jetzt sprechen wir kurz über diese Präsentation. Die Präsentation, wir werden versuchen, es relativ schnell zu machen. Sie werden sehen, es gibt 7 Seiten. Die erste ist es eine sehr schnelle Zusammenfassung von worüber wir jetzt sprechen werden. Dann kommen 4 Seiten, dass die AIB ein bisschen beschreibt. Besonderes auf unser grünes und ESG-Fokus. Ich werde schnell über diese Seiten gehen, weil die werden die sowieso erhalten. Und wie gesagt, alle diese Daten, die sind in unserer Webseite erhältlich. Am Ende, wir haben 2 Seiten, wo wir über dieses Produkt sprechen werden. Das ist ein Produkt, das ist eine Zusammenarbeit von der Deutsche Bank und der AIB. Das hoffentlich für Ihnen interessanter sein wird. Wie gesagt, ich bin ein Banker und meine Kollegin von der Deutsche Bank, Frau Kerstin Schwan, sie ist eine ESG-Expertin. Also später werden wir in eine Fragerunde kommen. Bitte, wenn Sie die detaillierte ESG-Fragen und die grüne Fragen und solche Thematik, Frau Schwan, die wird Sie sicherlich viel besser als ich beantworten können. Wie gesagt, und auch noch was. Also die EIB und Deutsche Bank, wir denken ziemlich ähnlich an, was wir als Grün verstehen und was wir als ESG verstehen. Und deshalb war es möglich, dass wir zusammen an dieses Produkt gearbeitet haben. So, nochmals danke. Bitte, wenn wir zur nächsten Seite gehen könnten. Super. Also, worüber sprechen wir hier? Also, was haben wir zusammen gemacht? Also, die AIB, wir wollen den deutschen Mittelstand unterstützen, damit sie eine schnelle grüne Transformation machen können. Wie gesagt, wir denken ziemlich gleich wie die Deutsche Bank. Also für uns wäre es relativ einfach, unsere beiden Aufsichten zusammenzumachen und dieses Produkt an Ihnen anbieten zu können. Die Idee unter dieses Produkt ist, dass wir teilen uns den Risiko. Also ganz einfach beschrieben, die AIB mit diesem Produkt garantiert Deutsche Bank garantiert die Hälfte des Risikos an neue grüne und ESG-Darlehen, die Deutsche Bank in Deutschland machen wird für den Mittelstand, für Midcaps. Was wollen wir hier in dieser Besprechung erreichen? Wir wollen Ihnen erklären, welche Arten von Finanzierungen, welche Arten von Strukturen Sie mit diesem Produkt von
Deutsche Bank mit der Garantie von die EIB bekommen können. Und wir wollen Ihnen auch erklären, welche Arten von Projekten Sie unter dieser Struktur finanzieren könnten. Bitte, wenn wir zur nächsten Seite gehen können. Jetzt ist, wo wir über die EIB sprechen, und ich werde das sehr schnell machen. Aber wie gesagt, die EIB, wir sind der Bank der EU. Und wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auf grüne Finanzierungen fokussiert. Seit 2020, alles, was wir machen, alles, was wir finanzieren, ist allein mit dem Paris Agreement. Und was wir in den letzten Jahren, also unser Ziel in den letzten Jahren, war es, dass bis 2025 alles Neugeschäft, das die EIB macht, überall in der Welt, dass es musste mindestens 50% grün und ESG sein. Bitte, wenn wir zur nächsten Seite gehen können. Also hier können wir sehen, wie die Sachen sich entwickelt haben in den letzten Jahren. Und das Wichtigste ist, dass letztes Jahr, also in 2023, wir haben, also 60% von unserem Neugeschäft war Climate Action und ESG. Also 60% für unser Neugeschäft war grün. Und das ist eigentlich mehr als unser Ziel, das wir vor 3, 4 Jahren uns gesetzt haben. Auch wichtig, dass Sie wissen, dass 87% von alle Transaktionen, die wir machen, die haben ein Anteil von dieser Transaktion wird grün sein. Um das ganz schnell zu klären, besonders wenn wir mit finanziellen Intermediären sprechen und Geschäft machen, dank unserer Unterstützung, dann unsere finanziellen Intermediäre, die ihren Markt gut kennen und dass die KMU-Kunden und den Midcam-Kunden gut kennen, die werden dann Neugeschäft machen mit der Unterstützung von der EIB. Und einige von unseren Produkten, zum Beispiel das Produkt hier, das ist 100% grün von der Sicht von Deutsche Bank. Also für Deutsche Bank, das ist ein 100% grünes Produkt. Aber wir machen auch Produkte, die nicht 100% grün sind. Wir können zum Beispiel 50% für Innovation machen und dann ein restliches 50% für grün. Deshalb habe ich gesagt, dass wir 87% von alles Geschäft, das wir machen, etwas Grünes hat. Und und auch damit Sie wissen, eigentlich, wenn ich jetzt ein Neugeschäft machen will, ich kann es nicht machen, wenn ich kein grünes, wenn ich mindestens ein Teil von das Geschäft grün ist. Also jetzt sind wir so grün geworden, dass wir müssen einen Teil grün überall haben. Und das sagt ein bisschen, wie motiviert wir sind und wie wichtig für uns diese grüne Transition und ESG-Investitionen sind. Bitte, wenn wir zur nächsten Seite gehen könnten. Und das die Seite vorher. Ja, diese. Wie gesagt, wir haben sehr aggressive Pläne, mehr und mehr Grünes zu machen. Und was wir wollen, ist in 2030 ein Trillion von grünes Neugeschäft zu machen. Wenn wir den letzten 3 Jahren sehen, dann schon, wie früher gesagt, die Resultate, wir haben 350 Milliarden grünes Geschäft gemacht. Und das heißt, dass wir 50 Milliarden mehr gemacht haben, als wir geplant hatten. Also nochmals gesagt, wir sind sehr interessiert, solche Arten von Geschäft zu machen.
Bitte, wenn wir schnell zur nächsten Seite gehen können. Hier werden Sie sehen, die verschiedenen Produktmöglichkeiten, die wir als EU's Grüne Bank anbieten. Und wie Sie sehen werden, also diese Produkte sind eigentlich die gleichen, die wir normal machen oder normal machten. Aber jetzt müssen wir alles mit Grün machen. Also, wir machen Darlehen, also wir gehen Kredite, wir machen Liquidität. Das können wir direkt zum Corporate gehen, zum Mittelstand und auch zu großen Unternehmen. Wir machen Projektfinanzieren. Wir arbeiten sehr viel mit finanziellen Intermediäre, zum Beispiel wie Deutsche Bank hier. Warum machen wir das? Weil so wir als Bank, okay, wir sind groß in wie viel Geschäft wir machen, aber eigentlich, ich würde sagen, 90 oder 95% von unseren Mitarbeitern sind alle in Luxemburg basiert. Also wir haben keine große Präsenz in jedes EU-Land. Also um mit kleineren und mittelgroßen Unternehmen Geschäft zu machen, damit wir ihnen, sagen wir, helfen und unterstützen können, um das zu machen, arbeiten wir zusammen mit finanziellen Intermediären. Das ist hier, wir reden über ein Produkt. Das ist so ein Beispiel für diese Kooperation, weil unsere finanziellen Intermediäre, die kennen ihren Markt und die kennen den Kunden, die eigentlich manchmal zu klein sind, damit wir als Ape mit die direkt Geschäft machen können. Also arbeiten wir zusammen mit unseren Intermediären und in Deutschland, wir arbeiten mit fast allen großen und mittelgroßen Banken, damit wir zusammen mit den Banken zu KMUs kommen können, die helfen und auch zum Mittelstand. Wir machen auch sehr viel Advisory und wir sind auch im Kapitalmarkt in grüne Bonds beschäftigt. Bitte, wenn wir zur nächsten Seite gehen können. Also, die letzten Seiten habe ich generell über die ALP gesprochen, mit unser Ziel, die Grüne Bank zu werden, zu sein. Wie gesagt, wenn Sie mehr Fragen haben, Sie können mich später kontaktieren und das hier werden Sie bekommen und in unserer Website, dann können Sie mehr Details darüber sehen. Aber jetzt kommen wir haben noch zwei Slides, jetzt kommen wir zu unserem Produkt, also unser Garantieprodukt. Um das schnell zu klären. Es ist ein Garantieprodukt, weil die EIB eine Garantie an Deutsche Bank gibt. Aber Deutsche Bank, sie machen Neugeschäft und Deutsche Bank gibt neue Darlehen, die geben Liquidität an ihnen. Also es ist Garantie, weil wir die Deutsche Bank garantieren. Und warum machen wir das? Okay, wir machen das, weil wir ziemlich gut zusammenarbeiten. Wir haben die letzten Jahre ziemlich vieles gemacht, also wir zwei Institutionen. Auch dank der Zusammenarbeit und auch dank der Zusammenarbeit von der EIB ist es möglich, dass die Deutsche Bank attraktivere Konditionen an die Endkunden, also an ihnen, geben kann. Warum? Weil wir sind eine AAA-geratete Institution. Wir können uns theoretisch billiger refinanzieren. Also wir haben die Möglichkeit, attraktiver ins Markt zu agieren. Und hier mit dieser Zusammenarbeit werden diese besseren Preise an Ihnen direkt durchgeleitet. Auch weil wir eine Garantie von 50% des Risikos an Deutsche Bank geben, dann ist es auch möglich, dass die Deutsche Bank größere Risiken, also größere Darlehen machen kann, weil die Hälfte des Risikos behalte ich. Also dann kann zum Beispiel Deutsche Bank als Intermediär ein Darlehen, das zweimal so groß ist, machen. Und das ist manchmal auch interessant. Auch es benutzt weniger Limits. Und wie Sie wissen, alle Banken, wir analysieren
unsere Counterpart und dann wird es intern entschieden, wie viel Risiko wir übernehmen können. Dank dieser Struktur, weil ich die Hälfte des Risikos übernehme, dann ist es auch einfacher für Deutsche Bank, mit ihnen diese Darlehen zu unterschreiben. Also, das ist was. Und dann, wer kann von dieser Struktur profitieren? So, diese Struktur ist, die Zielgruppe sind Midcaps. Aber die sind Midcaps, wie die EU an Midcap versteht. Und das heißt, das sind Unternehmen, die zwischen 250 und 3000 Mitarbeiter haben. So, das ist wichtig, weil das wird gecheckt. Und dann, welche Arten von Finanzierungen gemacht werden können. Also materielle und immaterielle Vermögensgegenstände und auch Betriebsmittel können damit finanziert werden. Aber wichtig ist, dass die Verwendungszwecke, die müssen nachhaltig sein, also grün und ESG. Wir sprechen dann später ein bisschen detailliert darüber. Die Größe von diesen Krediten, die Deutsche Bank an Ihnen geben kann, mit der Unterstützung von der EIB, das sind Kredite zwischen 500.000 bis zu maximal 40 Millionen Euro. Die Laufzeit, es hängt ein bisschen von der Struktur aus, aber es kann maximal 12 Jahre lang sein, wenn es tilgende Kredite sind. Bullet-Kredite, also endfällige, können wir bis zu 7 Jahre machen. Und wir können Festfinanz, Variabelfinanz, also dort gibt es relativ sehr viel Flexibilität. Also das war so eine schnelle Erklärung, für welche finanzielle Strukturen hier unterstützt werden können. Wenn wir bitte zur nächsten Seite gehen, dann werden wir also detailliert ins Grüne und in ESG gehen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir dann später Ihre Fragen beantworten können, bitte beachten Sie, dass ich ein Generalist, als Banker bin, dass technische Themen, obwohl ich davon weiß, das Beste ist, dass Sie mit die Kollegen Frau Schwan sprechen oder dass Sie die direkt kontaktieren, weil wenn sie dann Fragen hat, sie kann auch mich kontaktieren und dann werden wir checken, dass das alles okay ist wegen diese Eligibilitätssache. Okay, gut. Also, was kann finanziert werden? Also generell gesagt, das sind Projekte, die als grün und ESG von der EIB und der Deutsche Bank verstehen werden. Also wir richten uns an der EU-Taxonomie. Und wir haben unsere Taxonomie, zum Beispiel, wir haben vergleicht, wie wir Grün und ESG verstehen, mit wie Deutsche Bank das macht. Und eigentlich denken wir fast gleich. Also hier sind die 5 Themen, die wir identifiziert haben, wo wir uns fokussieren können. Wie gesagt, um detailliert zu gehen, wir sind jederzeit verfügbar und Fragen zu beantworten. Aber so ganz schnell gesagt: Investitionen, Projekte, die zur Reduzierung von CO2 in der Industrie gut sein werden. So Erneuerungen und so weiter, das zur CO2-Reduzierung führen. Projekte, die mit sauberen Energien zu tun haben. Zum Beispiel Wind, Solar und so weiter. Etwas, was wir auch unter dieser Struktur finanzieren können, wären energieeffiziente Gebäude. Auch Themen, das mit Gewässerschutz zu tun haben, dass die Wasserqualität unterstützt, dass Abwassersysteme modernisiert und finanziert. Das kann auch finanziert werden. Und auch, klar, die E-Mobilität, wie wir alle wissen, ist das etwas sehr Wichtiges in dieser Zeit, dass wir alle die E-Mobilität unterstützen. Und das kann auch gemacht werden,
unter dieser Struktur. Und wichtig ist, dass Sie können, wenn Sie Interesse haben, die Website von Deutsche Bank, aber auch unsere checken, um unsere Sustainable Finance Frameworks anzusehen. Und dann werden Sie mehr Details bekommen, von was wir als Sustainable Finance verstehen und deshalb, was unter dieser Struktur finanziert werden kann. Also, ich würde vorschlagen, weil ich glaube, dass, also ich habe mein Bestes getan, um Ihnen zu erklären, was für ein Produkt wir zusammen anbieten. Ich glaube, es wäre ein gutes Zeitpunkt, dass wir zur Fragerunde kommen. Also, wenn das okay wäre, dann würde ich das vorschlagen. Ja, das würden wir auch direkt tun. Vielen Dank, Herr Gehl, schon mal für die Einblicke in das Programm. Und bevor wir jetzt in Ihre Fragen einsteigen, und ich sehe, Sie laufen auch schon zahlreich im Chat ein, auch während dem Vortrag schon, hätten wir noch mal ganz kurz eine Frage an Sie, liebe Zuschauer, weil uns natürlich beschäftigt, hat Ihr Unternehmen schon nachhaltige Investitionen getätigt oder in Planung? Wir würden dazu mal kurz unsere Umfrage starten. Und sehen auch schon die ersten Zahlen einlaufen mit einer ganz klaren Tendenz. Das freut uns sehr, weil zwischen bereits getätigt und geplant, dann wir sind fast bei 100%. Also das sind gute Nachrichten. Ja, ich glaube, die Tendenz ist auch klar. Wir würden die Umfrage mal schließen und das Ergebnis, liebe Zuschauer, auch mit Ihnen teilen. Aber wie Sie eben schon gehört haben, lediglich 7% haben das Thema noch gar nicht im Fokus oder noch nicht forciert. Das heißt, wir bewegen uns wirklich in einem wirklich guten Umfeld, was das angeht, mit dem wir dann auch direkt mal zu Ihren Fragen kommen würden. Da würde ich jetzt unsere Gastgeberin Frau Schwan mal mit dazu holen und hätte auch gleich schon quasi die Eröffnungsfrage an Sie. Wir haben jetzt viel über den Prozess und über die Motivation auf Seiten der EIB gehört. Wie sieht denn dieser Antragsprozess oder dieser Produktprozess bei Ihnen im Haus aus? Ich denke, viele sind bereits Kunde der Deutschen Bank, haben Erfahrungen, wie sie mit dem Thema ESG umgehen und mit ihrem Framework gemacht. Inwiefern unterscheidet sich denn der ganze Prozess hin zu dieser garantierten Finanzierung mit der EIB im Vergleich zu den normalen Finanzierungen, die Sie im Hause machen? Vielen Dank. Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil man ja bei einem Garantieprodukt immer letztendlich das Risiko, wie schon gesagt, teilt und man natürlich dort immer erwartet, dass da nochmal eine extra Bearbeitungsschleife zu tätigen ist. Das ist jetzt hier bei der grünen EIB-Garantie nicht der Fall, da, wie schon erwähnt, wir von der Europäischen Investitionsbank ja ein Garantievolumen bekommen haben. Wenn man so will, einen Topf mit Kriterien, die erfüllt werden müssen, können wir innerhalb des Hauses selbstständig entscheiden, welcher Betrag für den Kunden dann zugeordnet werden kann, allokiert werden kann. Und somit ist da wirklich nur eine geringe zusätzliche Bearbeitungszeit nötig. Und wenn eben die Kriterien, die wir gerade schon erwähnt haben, hinsichtlich Mitarbeiteranzahl und auch Laufzeit erfüllt sind und eben auch ein Nachhaltigkeitskriterium vorhanden ist, das sowohl im Sinne der EIB und im Sinne unseres Sustainable Finance Framework gültig ist, dann kann auch sehr schnell dort eine Zusage erfolgen. Also da reden wir nicht von Wochen, wenn man das im Vergleich mit den Bürgschaften von den öffentlichen Garantiegebern wird, sondern da reden wir nur von wenigen Tagen. Und dann wäre die erste Frage direkt, wie hoch sind denn die Dokumentationserfordernisse, also Sicherheiten, Financial Covenants?
Ebenfalls eine sehr gute Frage. Da haben wir auch sehr stark diskutiert mit der Europäischen Investitionsbank, dass wir es sehr vereinfachen wollen, weil es soll ja für viele Mittelständler zugänglich sein. Dokumentationserfordernisse haben wir keine extra Erfordernisse, sondern alle Dokumente, die für einen normalen Kreditantrag notwendig sind, auch die reichen uns aus. Es ist nur zusätzlich erforderlich letztendlich der Nachweis, dass eben ein nachhaltiger Verwendungszweck getätigt wird. Das klären wir dann gemeinsam mit unseren Kunden im Hause und dokumentieren das auch. Ein Financial Covenant ist immer Pflicht, da gibt es aber sehr starke Vereinfachungen. Das ist eben so, weil wir dort auch der Risikopolitik der Europäischen Investitionsbank folgen müssen. Dann wäre die Frage an Sie, Herr Gill. Arbeiten Sie nur mit der Deutschen Bank zusammen? Das würde ich jetzt, wir haben es ja gerade im Vortrag schon gehört, Sie arbeiten auch mit anderen deutschen Banken zusammen, mit großen und kleinen. Ich würde es jetzt aber nochmal speziell auf dieses Produkt drehen wollen, auf diese Garantie. Ist das da auch der Fall? Also dieses Garantieprodukt haben wir, also generell dieses Garantieprodukt haben wir mit anderen finanziellen Intermediären in Deutschland unterschrieben. Aber bis jetzt haben wir es nur als, also eine grüne Struktur haben wir nur mit Deutsche Bank gemacht. Ah, okay. Und vielleicht anschließend die Frage dran, und dann können wir auch schon direkt auf den eigentlichen Prozess der Finanzierungsaufstellung gehen. Ist die EIB schon im Prozess der Finanzierungsfindung, also quasi Banken- und Investorensuche involviert? Quasi als Motivator für Banken und Investoren? Für dieses Produkt, nein. Also das ist ein Produkt, das 100% an die Deutsche Bank delegiert wird. Wenn Deutsche Bank dann Darlehen macht, die unter dieses Produkt fallen, wir bekommen eine Liste. Für dieses Produkt, nein. Wie ich früher sagte, wir sind auch tätig in Deutschland im Corporate-Bereich. Aber weil wir wegen unserer Struktur, dass wir eigentlich in Luxemburg basiert sind und unsere Front-Office-Teams, die sind relativ klein, wir fokussieren uns an ziemlich große Corporates, also an größere Unternehmen, die normalerweise nicht unter unsere Definition von Mid-Cap fallen werden. Also für dieses Produkt sind wir nicht aktiv an der Suche, aber wir arbeiten direkt mit Corporate in Deutschland. Und wie sieht das aus bei der letztlichen Bewilligung der Garantie dran? Also sitzen die Unternehmen dann quasi mit Ihnen beiden am Tisch oder läuft das der ganze Prozess rein über die Deutsche Bank als Intermediär? Ja, korrekt ist das Letztere, ne? Wie Alvaro gerade meinte, ne? Es wurde komplett an die Deutsche Bank delegiert. Wir haben dort ein gemeinsames Agreement, welche Kriterien hinsichtlich Risiko und hinsichtlich Nachhaltigkeit wir akzeptieren. Und wenn alle Kriterien erfüllt sind, dann ist die Entscheidung basiert allein auf der Entscheidung der Deutschen Bank. Deswegen musste eigentlich keine große Abstimmungsrunden gedreht werden, sondern deswegen können wir auch relativ schnell entscheiden. Das war uns eben wichtig, um eben hier auch schnell eine Unterstützung geben zu können. Das heißt, wenn wir mal sprechen, mal Butter bei die Fische, wie lange muss ich einkalkulieren als CFO, wenn ich mich an Sie wende, vom, ich sag mal, Erstkontakt bis zur Unterschrift? Also ganz gewöhnlichen Kreditwürdigkeitsprozess, den durchläuft ja jeder Kunde. Die zusätzliche Zeit jetzt zum Beantragung der grünen EIB-Garantie würde ich maximal mit 2 Tagen sehen. Gut, dann sehe ich auch, wir sind auch direkt bei der Frage nach dem lieben Geld. Also natürlich, klar, für Sie beide, der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Die EIB hat die Möglichkeit, so in Geschäftskontakt auch mit mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland zu treten über den Intermediär. Für die Deutsche Bank ist es natürlich auch kein unattraktives Geschäft, nicht vor allem, weil sie natürlich
günstigere Konditionen, da reden wir gleich noch drüber, aber tatsächlich ja ihre eigene RWA-Last ein bisschen senken können, beziehungsweise andersrum natürlich auch die Tickets ein bisschen größer machen können, die sie dadurch gehen in der Gesamtsumme. Die Frage ist natürlich jetzt von Seiten unserer Zuschauer, eine Garantie kostet normalerweise natürlich Geld. Wie ist der finanzielle Vorteil für die Unternehmen und die jetzt diese Alpfinanzierung dazu nehmen? Auch ein guter Punkt. Auch da sind wir sehr, sehr transparent, weil alles, was wir durch Nutzung der EIB-Garantie ja an RWA sparen und dadurch ja auch weniger Kreditrisikokosten haben, wird als Vorteil an den Kunden weitergegeben direkt. Das ist auch mit der EIB so vereinbart, dass da sehr dann transparent der Vorteil durch die Nutzung der EIB-Garantie ersichtlich ist für jeden einzelnen Kunden. Die Garantie selber kostet natürlich auch eine Garantieprovision, die nicht pauschal ist, sondern die ist gestaffelt an die Struktur, also ob tilgend oder eine endfällige Struktur, die ist noch gestaffelt über die Laufzeit und sie ist auch gestaffelt über das Rating. Also da reden wir von unter 1% bis über 2% bei den eher schlechteren Ratings, aber auch das wird in der Kalkulation des Kundenzinssatzes mit integriert, sodass die EIB-Garantie immer vorteilhaftig ist. So sprich, dass man dann vergleichen würde, ein Kredit ohne EIB-Garantie wird immer teurer sein als wie ein Kredit mit EIB-Garantie. Dann wäre noch die Frage, habe ich richtig verstanden, alle Kredite in diesem Programm benötigen einen Financial Covenant, auch wenn der Kreditnehmer in sonst keinen Finanzierungen Financial Covenants hat? Korrekt. Das, wie gesagt, da folgen wir der Risikopolitik der Europäischen Investitionsbank, die das festgelegt hat, dass eben in Finanzierungen immer ein Financial Covenant mit einzubauen ist. Das ist in allen Garantieprodukten der Fall, egal ob grün oder nicht grün. Und da reden wir aber auch von sehr einfachen Covenants, wie zum Beispiel eine Eigenkapitalquote oder einem Verschuldungsgrad, der dann eben zusammen mit uns und den Kunden wir vereinbaren werden. Da geht es tatsächlich nicht darum, zusätzliche Berichtspflichten aufzubauen, sondern da geht es tatsächlich nur darum, dass wir hier der Risikopolitik folgen müssen. Dann, ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Der Verwendungszweck, Herr Gill, muss quasi EU-Taxonomie-konform sein, in Ihrem Fall. Da ist jetzt quasi der Einwand von einem unserer Teilnehmer, das sind natürlich relativ hohe Hürden, was das angeht. Wie viele dieser Kredite sind denn bereits ausgereicht worden? Ist das eine Zahl, die Sie veröffentlichen oder die Sie kommunizieren können? Das werden wir nicht tun. Also es wurde eine große dreistellige Zahl schon beantragt. Wir haben ja auch gesagt, wir haben ein Garantievolumen von 200 Millionen bekommen von der Europäischen Investitionsbank mit einer, ich sag mal, Risikoquote von 50% ermöglicht es uns als Deutsche Bank, 400 Millionen Kredite zu geben mit nachhaltigen Investitionszwecken. Und Genehmigung dort läuft und Kredite sind natürlich gerade fortlaufend, werden auch mit einer EIB-Garantie ausgezahlt. Dann ist noch die Frage, wer erstellt das nötige Rating? Ist das bankenintern, branchenabhängig oder sind das externe Ratings? Nein, hier geht es wirklich um das Kreditwürdigkeitsrating und das ist natürlich dann bankintern, ja. Das heißt, da kommen dann auch seitens der EIB im Nachgang, Sie hatten ja schon gesagt, 100% ist an die Deutsche Bank ausgelagert, was die Entscheidungsfindung angeht. Da kommt dann auch nichts nach, sondern das ist tatsächlich das bei Ihnen hauseigene. Genau, also Sie müssen sich so vorstellen, im Vorfeld, als das Produkt wir gemeinsam erarbeitet haben, hat sowohl eine Risikoprüfung unseres Hauses stattgefunden, eine Due Diligence für die Risiken, sodass eben die EIB dort auch unseren Ratings vertrauen kann und auch darauf basierend mit ihrer Risikopolitik einverstanden ist. Und sowohl haben wir auch das mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch da haben wir eine Due Diligence zum Thema Nachhaltigkeit gemeinsam gemacht mit der Europäischen Investitionsbank, um da auch das gleiche Verständnis zu entwickeln. Und natürlich basiert das auf der EU-Taxonomie. Wir haben, wie Sie gesehen haben, in den Folien ja auch die Fokusthemen uns rausgezogen. Aber auch da sind die Hürden
aus meiner Sicht gerade hinsichtlich erneuerbare Energien oder energetische Gebäudesanierung im Bereich des Machbaren. Denn wir haben eben viele Anfragen gerade zu diesen beiden Themen, ja. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob die Frage vorhin schon beantwortet wurde, deswegen würde ich sie sicherheitshalber nochmal stellen. Sind die Finanzlösungen immer an Projekte gebunden oder ist eine Working Capital Finanzierung ebenfalls möglich über das Programm? Also das Projektfinanzierung ist jetzt vielleicht so ein bisschen im Wording missverständlich. Ne? Hier geht es tatsächlich um normale Investitionskredite. Es muss eben jetzt keine Projektfinanzierung sein, sondern hier geht es wirklich um standardisierte Investitionskredite, wo eben Wirtschaftsgüter. Wir können natürlich auch Betriebsmittel mit einer EIB-Garantie refinanzieren. Da muss man natürlich auf die Strukturen achten und die Betriebsmittel müssen natürlich auch hier wiederum einem bestimmten nachhaltigen Zweck folgen. Ja, also man da ein Projekt für sich im Unternehmen ausgegliedert hat und sagt, da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Working Capital drauf, was aber nur speziell in dieses, nachhaltige Projekt reinläuft, kann man das auch mit einer EIB-Garantie begleiten. Und dann habe ich nochmal die Nachfrage, können Sie bitte näher nochmal darauf eingehen, welche Maßnahmen von den Firmen genau durch diese Art der Finanzierung abgedeckt werden? Das war im Grunde ja das, was Sie eben schon gesagt haben. Genau, die letzte Folie, da haben wir nochmal so die Standardprojekte, wo wir jetzt gesehen haben, wo es eine erhöhte Nachfrage ist. Also es geht um alle Investitionen Richtung erneuerbare Energie, letztendlich, ich sage jetzt mal, Photovoltaik aufs Dach der Betriebsimmobilie setzen, ja. Kann auch sein, letztendlich gebündelte Maßnahmen, wo letztendlich auch, Lichtinstallationen ausgetauscht werden, energieeffiziente Maßnahmen vorgenommen werden. Es kann eben die gesamte Gebäudehülle oder die Sanierung von Betriebsimmobilien mit begleitet werden. Auch das Thema E-Mobilität hatten wir ja schon viele Anfragen, wenn jetzt der Fuhrpark eines Unternehmens jetzt nicht mit Leasing und Lösungen genutzt wird, sondern hier könnte man dann eben auch die Fuhrparkerweiterung mit Elektroautos mit refinanzieren. Also da gibt es wirklich eine große Möglichkeit und das sind so ein bisschen die Hauptpunkte, wo wir die erhöhte Nachfrage sehen. Ja, und ich möchte nur dazu sagen, dass alles würde zwischen unseren beiden Häusern sehr detailliert besprochen und wir haben uns, wir denken gleich, also ich würde nur sagen, falls einige von den Mittelstandkunden, die jetzt hören, die vielleicht Fragen haben oder nicht sicher sind, würde das funktionieren? Ist das, kann man das inkludieren, dass die Frau Schwan kontaktieren und einfach fragen, weil manchmal diese Arten von Investitionen, und ich sage das als, Generalist das gesehen, manchmal klingen diese Themen viel komplizierter, als sie eigentlich sind. Und mit einem kurzen Gespräch und einer kurzen Erklärung werden viele, viele Fragen dann gelöst. Und man sieht, dass es relativ einfacher ist. Oder mindestens sieht man, ob das funktioniert, ja oder nein. Wenn ja, super, wenn nicht, dann hat es nicht geklappt. Aber bitte, wenn Sie Fragen haben, Sie haben die Möglichkeit, die direkt zu machen und die werden sehr schnell eine Antwort bekommen. Wunderbar. Mit Blick auf unsere Zeit, wir nähern uns dem Ende und haben gerade auch tatsächlich sämtliche Zuschauerfragen beantwortet. Bleibt mir tatsächlich nur noch, mich bei Ihnen, lieber Herr Gell, liebe Frau Schwan, zu bedanken für die Insights, für die Vorstellung des Produkts, das mit Sicherheit für den einen oder anderen interessant sein dürfte. Vielen Dank für die Infos, die Sie mit uns geteilt haben. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer, natürlich vielen Dank für Ihr Interesse an unserer kleinen Runde. Wir gehen jetzt direkt in die Mittagspause bis 13.45 Uhr. Nutzen Sie die Gelegenheit, stärken Sie sich für die nächsten Runden, die da kommen. Und nutzen Sie auch die Gelegenheit zum Netzwerken über unsere Veranstaltungs-App. Das ist natürlich jetzt auch freigeschaltet. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken und sage Tschüss und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke, ciao.
Ciao.